Hey Leute, wie ihr sehen könnt, gehöre ich zu den Glücklichen, die einen Vorabzugang zu Fortnite Mobile erhalten haben. Und ja, das konnte ich euch natürlich nicht vorenthalten und da musste ich euch das einfach zeigen, wie das Ganze so aussieht, wie sich das Ganze so spielt, wie die Steuerung ist, wie die Grafik ist, um euch die Wartezeit, bis ihr es dann tatsächlich auch spielen könnt, etwas vielleicht überbrücken zu können. Ja, für alle Android-User, die müssen sich ja noch etwas länger gedulden, denn momentan ist Fortnite Mobile nur für iOS-Geräte erhältlich. Und ja, ich hoffe, dass es für Android so schnell wie möglich auch kommt. Und ja, auch für iOS, auch bei iOS können es noch nicht alle spielen, denn ja, wenn man beim Einladungsevent mitgemacht hat, hat man mit etwas Glück einen Code erhalten. Und ja, jeder, der einen Code erhalten hat, hat auch nochmal 3 Codes erhalten, wo er dann seine Freunde dafür einladen kann. Na gut, Leute, hier seht ihr schon mal die Steuerung, wie es in-game so aussieht. Also, wenn man hier einfach über den Bildschirm wischt, kann man hier sich links und rechts, ja, kann man sich hier links und rechts umblicken. Links unten findet ihr den Joystick, wo ihr euch bewegen könnt. Der verschwindet, wenn man ihn benutzt. Dann auf der rechten Seite findet ihr noch die Sprungtaste, eine zum Ducken und also zum, ja, das, damit man hier schleichen kann. Und unten findet man noch die Auswahl der verschiedenen Waffen. Das ist so ähnlich wie bei Pixel Gun 3D, finde ich hier eigentlich sehr, sehr leicht, dass man hier die Waffen wechseln kann. Und ja, um zu schießen, muss man einfach nur auf den Bildschirm tippen. Das finde ich noch etwas komisch, denn ja, manchmal schießt man da einfach aus Versehen und dann hört einen halt der Gegner und das ist dann nicht so toll. Und neben der Waffenauswahl findet ihr links euer Inventar und auf der rechten Seite findet ihr den Baummodus. Den finde ich noch etwas umständlich, weil man da, ja, da was zum Bauen, das dauert noch etwas. Wahrscheinlich muss ich da noch etwas reinkommen, damit ich die Steuerung da, ja, ohne hier viel nachzudenken, betätigen kann. Aber na gut, ihr seht schon, die Grafik ist nicht so schlecht. Ja, wie gesagt, das ist Fortnite Mobile. Ich spiele das Ganze gerade auf einem iPhone 7 Plus, aber finde es trotzdem, obwohl es hier einen sehr, sehr großen Bildschirm hat, finde ich die ganzen Steuerelemente schon etwas klein, besonders rechts oben da, wo man sieht, wie viel, ja, Baumaterial man hat, da ist das schon ziemlich klein und auch hier der Kompass oben ist ziemlich klein. Wenn man das auf einem kleineren Gerät spielt, glaube ich schon, dass man da Probleme haben kann, das hier alles schnell zu lesen. Na gut, wir starten hier unser erstes Battle Royale. Das ist auch der einzige Spielmodus, der hier für Fortnite Mobile erhältlich ist. Es gibt bei Fortnite Mobile ja keine Chance, dass man ja PvE spielen kann. Und da habe ich gerade einen gesehen, der schon hier hingeflogen ist. Okay, da drüben fliegt auch einer hin. Ah, ich will mich dann nicht direkt gleich in den Kampf stürzen. Ich will da mal gemütlich meine Waffen und so alles holen. Deswegen schauen wir mal, was da so alles liegt. Yes, da haben wir gleich eine Kiste, Leute. Und da schauen wir gleich mal rein. Und ja, Mikroruckler sind nur ein paar dabei. Wie ihr gesehen habt, wie ich hier gelandet bin, da hat es einen gegeben. Sie sammelt hier alles automatisch auf. Er, sie, das ist ja immer zufällig, wen man hier beim Kampf bekommt. Und ich habe hier schon ein paar Waffen gesammelt. Aber das sind keine guten Waffen, das sind nur graue Waffen. Ja, Leute, momentan bin ich bei Fortnite nicht gut. Ich habe es vorhin nur ein paar Mal auf der PS4 gespielt. Und ja, da war ich schon nicht der Beste. Aber man kann hier Crossplay spielen. Das heißt, man kann ja seinen Fortschritt von der PS4 übernehmen oder vom PC und es hier im Handy spielen. Und wenn man dann wieder zu Hause ist, kann man ganz normal am PC weiterspielen, auch bei seinem Account. Man muss sich hier bei Fortnite Mobile auch entweder mit seinem Xbox-Konto, mit seinem PSN-Konto oder ja, mit einem anderen Konto einloggen, falls man sich noch nicht per PSN oder per Xbox registriert hat. Also wie gesagt, Crossplay heißt natürlich auch, dass man mit den anderen Konsolen zusammenspielt. Das kann man jedoch umschalten. Momentan spielt man nur mit Mobile-Gamern zusammen, also mit keinen anderen Plattformen. Momentan finde ich es auch noch etwas unfair, denn die Steuerung finde ich jetzt noch nicht so intuitiv, damit man die hier gut bedienen kann. Da muss man schon noch was machen. So, jetzt bin ich in die gleiche Richtung gelaufen. Ich wollte eigentlich in die andere laufen. Aber da ist schon, ihr seht schon auf der Karte, da wird als nächstes das Auge des Sturmes kleiner werden. Ja, ich brauche auf alle Fälle bessere Waffen und ich hoffe, mich sieht hier keiner. Deswegen gehe ich hier etwas noch in den Wald hinein. Ja, ansonsten ist eigentlich nichts anders. Wie gesagt, sonst wäre es ja auch nicht möglich, dass man hier zusammenspielt mit Xbox, mit PC, wenn hier viel Unterschied wäre. Nur die Steuerung, die muss man hier sehr, sehr gewohnt werden, denn ja,
Es ist schwierig. Es gibt auch eine Auto-Aim-Funktion, also wenn man den Gegner anzielt, dann wird einem geholfen und der Gegner wird auch noch etwas so leicht verfolgt und automatisch angezielt. Viele finden das cool, viele finden das nicht so cool. Manche sagen dann auch so, okay, das Spiel ist bei mir raus, wenn es Auto-Aim gibt, aber ja, am Anfang ist es schon eine Hilfe. Aber natürlich, wenn man es ausschaltet und die anderen haben es eingeschaltet, ist das schon ein unfairer Vorteil, was die anderen haben, auch wenn man selber vielleicht fair spielen möchte, aber es macht halt keinen Sinn. So, da unten ist eine Siedlung. Mal schauen, ob wir da was Besseres finden als die Waffen, die wir jetzt haben. Die Tür ist noch zu, das heißt, wir haben nicht die Gefahr, dass wir hier von jemandem überrannt werden. Außer er hat die Tür wieder geschlossen. Aber na gut, Leute, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Fortnite Mobile schon habt und auch wie ihr das so findet. Wie gesagt, ich finde es einfach mega, wenn PC-Spiele, PS4-Spiele auf eine mobile Plattform kommen, denn da sieht man, was diese Smartphones für ein Potenzial haben. Und da darf man sich in Zukunft schon auf einige neue coole Spiele freuen natürlich, wenn das jetzt schon so gut geht. Stellt euch das mal in ein, zwei Jahren vor, was wir da dann für geile Spiele auf einer mobilen Plattform spielen können. Ja, ich freue mich halt schon mega drauf. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Aber ja, so. Ist da drüben einer, jemand? Ich möchte euch natürlich auch ein Gefecht zeigen und ich möchte natürlich auch, dass ich hier einen kille. Deswegen hole ich mal meine Waffe raus, falls hier irgendwo einer herumlaufen sollte. Aber ja, ich habe auch leider keinen Schutz. So, da ist das auch noch zu. Na gut, dann gehen wir mal da rein. Ah, da drinnen ist ein Schutz, den holen wir uns gleich mal. Und eine Kiste, die wird zum Glück angezeigt. Okay, zwei Kisten, wow. So, hier haben wir gleich mal so einen Schutztrank. Den trinken wir gleich mal, Leute, damit wir hier auch etwas Schutz haben und nicht nur unsere Lebensenergie. Ist ein kleiner Trank, gibt nur 25 pro... Okay, kleines Schildlimit erreicht, gut zu wissen. So, wo ist jetzt die Kiste? Ich glaube, die ist oben. Wenn es hier ein zweites Stockwerk gibt. So, rauf mit uns. So, Auge des Sturms wird jetzt kleiner. Wir sind drinnen, also wir müssen uns hier nicht Sorgen machen, dass wir irgendwie uns beeilen müssen. So, da haben wir schon mal eine blaue Waffe. Das finde ich schon mal gut. Und wo ist hier die Kiste? Ich kann natürlich auch die Wände einreißen, aber vorerst lasse ich das mal. So, da ist noch eine graue Waffe. Es zeigt da an. Vielleicht ist es ja da drinnen. Dann hauen wir mal da drauf. Schauen wir mal durch die Wand durch, was sich dahinter verbirgt. Und da haben wir auch schon die Kiste. Und die macht auch ein richtig geiles Geräusch, muss ich sagen, diese Kiste. So, ich werfe den kleinen Schildtrank weg. So, und jetzt haben wir den großen. Auch die kleine Waffe werde ich... Also diese... Oh, 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 oh. Da ist ein Gegner. So, ich benutze mal schnell das. Aber da wird er mich killen, da wird er mich killen. Und da ist er weg. Na gut, Leute. Ich konnte euch hier leider keinen Kill zeigen, aber ich glaube, ihr konntet euch hier ein gutes Bild von Fortnite Mobile machen. Ja, es wird natürlich auch in nächster Zeit viele Fortnite Mobile Videos geben. Ihr habt gesehen, ich bin Platzierung Nummer 37, war ja gar nicht so schlecht. Es spielen ja immer 100 auf dem Spielfeld und ich will das nicht jetzt beobachten. Ich möchte wieder zurück zur Lobby und auch im Teamkampf wird das natürlich eine... Ja, wird es viel Fun machen. Ich hoffe, ich kann bald mal wieder streamen, damit ich auch Fortnite Mobile hier streamen kann. Ja, ich habe zwei Einladungscodes, die habe ich schon meinen, also drei, die habe ich schon meinen Freunden hier gegeben. Und deswegen habe ich leider keine mehr, die ich hergeben könnte. Oben seht ihr auch noch ein Menü, das ist das Startmenü. Dann gibt es noch hier, wo man die Übersicht sieht von den Belohnungen, die man sich in der Saison holen kann. Ich bin momentan noch hier Stufe 1. Also das ist der Battle Pass. Nein, also das ist der normale und das ist der, den man sich erwerben kann. So ist es. Also nicht, dass ich etwas Falsches sage. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fortnite-Pro. Ich hoffe, das wird sich in nächster Zeit etwas hier ändern. Und natürlich möchte ich es vorerst nur am Handy spielen. Mal schauen, was man da so alles rausholen kann. So, da kann man noch sein Skin ändern von der Axt und auch von seinem Gleitschirm. Dann kann man hier noch im Shop etwas kaufen natürlich, ein paar Skins und. Da schaue ich momentan nicht so rein und da kann man sich natürlich noch die Ingame-Währung kaufen. Hier sieht man seine Statistik. Ich bin momentan hier, ja, Konto Level 8. Und hier in meiner Saison bin ich, Saison 13 momentan, ich bin Level 3 hier, wie ihr sehen könnt. Durchsuchte Truhen, ich brauche noch eine, dann bekomme ich einen XP-Boost. Den werde ich mir natürlich
holen. Und ja, Leute, im nächsten Match werden wir zum Beispiel, wie ihr seht, nicht mehr mit einer Frau spielen, sondern mit einem Mann. Finde ich cool, dass es immer hier so durchwechselt und man hier immer einen zufällig erstellten Charakter für jedes Match bekommt. Aber na gut, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in Fortnite Mobile hier geben. Was wollt ihr denn in Zukunft für Fortnite Mobile Videos hier sehen? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare, in welche Richtung ich hier gehen soll. Aber ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch dieses Video gefallen hat, vergesst auf keinen Fall im Ganzen hier einen Daumen nach oben zu geben. Und falls du hier neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein, Leute. Ciao.